Achte sehr auf die Tage, wenn dein Körper und deine Seele eine einzige Rebellion sind gegen die Arbeit. Wenn du Krankheiten erfindest, über Herz und Magen klagst, die Zigaretten für Tage in die Ecke wirfst, du Todesängste hast und die Welt kaum erträgst, jeder Verständigung den Krieg erklärst, wenn du das Gefühl hast, dass du nicht mehr, nie mehr schreiben kannst, dass dich deine Arbeit nichts mehr angeht, du schon alles gesagt hast, dass dir dein wunderbarer Schwung, die Sicherheit abhanden gekommen sind, die Schatzkammer leer ist und du gleichgültig unter den blassen, farb- und glanzlosen Wörtern herumkramst. Achte auf diese Tage. An solchen Tagen rüstest du dich für das Buch, für die Seiten oder auch nur für Zeilen, die einen bestimmten Sinn deines Lebens und deines Werkes ausmachen sollen. Und dann, eines Tages, löst etwas diesen quälenden Widerstand. Eines Tages arbeitest du wieder. Der Protest ist zu Ende und dann ist alles so natürlich und so einfach. Das sind die gesegneten Tage, die Tage der Gnade und auch die Tage der Nikotinvergiftung. Aber was zählt das schon? Nur die Zeilen zählen nach solchen Tagen.